Nee, hab ihn nicht. Hat Hits gekriegt. Oh, ich bin auch respawn in Camp, ja, okay. Okay, see you. Okay, see you. Bye, my friend. Der letzte war ja lustig. Nein, schnell! Ich kann nicht. Makler, ein bisschen rum. Geh doch mal zurück an zur Seite. Nee, geht nicht. Guck bei Klaus auf der Seite. Nee. Nein! Da unten ist er! Oh, tschüss! Wie er immer kleiner wird. Auf jeden Fall ganz schnell weg. Oh ja, 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 ja. Wir rennen erstmal geradeaus rüber den Wald. Wo hocken sie denn sonst immer die? Na, manchmal, wenn sie hocken, an der Landezone oder so. Aber das ist vielleicht auch, wenn die gerade auf ihren Heli warten oder so. Also einmal habe ich es erlebt, da haben sie es mit Absicht gemacht. Da bin ich mit Fleischbänder gerade hier hinten im Wald gewesen. Wir sind gerade gelandet, dann kam ein feindlicher. Wir sind durch den Wald gelaufen und dann kam noch ein Heli von uns und dann haben wir unten die Schüsse gehört. Also das hat schon eine Weile gedauert, ehe unser Heli da war. Die haben da abgekämpft. Ansonsten kannst du es so nicht sagen, weil du es ja nicht weißt, ob die gerade zu ihrem eigenen Heli wollen oder gewartet haben. Ja, ja. Aber Schüsse habe ich noch nicht gehört. Möglicherweise ist gar keiner oben. Ach man, dieses Geruckel, Alter. Ist gut für die Augen. Ja. Brauchst du bald keine Brille mehr, Klaus? Nö. Nee. Hundertprozentig. Sehvermögen hat sich um 110% verbessert. Endlich spielen wir mal wieder was zusammen. Dann gleich so ein Ruckeltheater hier. Hm, naja. Ich bin positiv gestimmt, das wird irgendwann besser. Wie gesagt, ich bin ja froh, dass man es spielen kann. Wir waren ja schon am Verzweifeln. Ich hatte ja gar keine Idee mehr, was ich noch spielen sollte. Vor lauter Verzweiflung haben wir Fortnite angefangen. Da ist doch gerade jetzt noch so ein Extraction Shooter rausgekommen, ne? Oh, hier unten. Scheiße, ich hab keine Granate mit. Wo hab ich eine mit? Nee. Soll ich werfen? Jetzt die Granate ruckelt. Ja. Mit diesen die Luft explodiert. Er ist dead. Hier labert noch einer. Sind das jetzt wieder echte oder sind das nur Stimmen? Weil wie du im Bunker feststellen wirst, ist der Bunker voll mit Stimmengewirr. Ich renne jetzt runter. Vorsicht, langsam nicht runter. Nicht, dass du dir die Schienbeine brichst. Ja, das ist mir schon klar. Nein, nein, da labern noch welche. Ja, da runter. Was ist denn hier noch? Ich sehe gar keinen. So, kommt rein in den Bunker. Hat sie eigentlich schon bei dir irgendwas kling gemacht, Klaus?
Ja, ich habe XP gekriegt für Erforschen, glaube ich. Dann komm mal mit. Hier in den Raum. Guck mal, ob da hinten neben dem Videorekorder was fertig auf dem Tisch liegt. Ja, eine Kassette, tatsächlich. Dann steckst du gleich in den Secure-Container. Für wen ist die? Kann ich da nicht mal sagen. Handshake oder Gunny oder so. Lass mal was trinken und essen. Alter, was ein Gesabbel, ey. Mhm. Achso, ich muss ja hier einen Boss umlegen in dem scheiß Bunker. Unten im Keller. Ich dachte mir gerade, irgendwas muss ich da auch noch machen. Ah, das ist ja Bettenzimmer. Hier können wir uns am Loot laben. Hört sich gut an. Hier ist eine Mosin drin, da oben auf dem Bett. Hier ist ein Rick drin. Und eine Weste. Koks, brauchst du was? Hier ist noch ein Rick und eine Weste drin. Oh nö. Was habt ihr auf... Klaus hat auch eine Weste. Kannst du die Body Armor noch einstecken, Klaus? Die 6BL. Die 6B23. Nee. Soll ich die einstecken? Kannst du steck du sie ein? Ist ja voll verarsche. Hier unten stehen jetzt noch ein paar. Kann sein, dass schon einer auf der Treppe steht. Na, da vorne liegen auch ein paar Tote hier. Du musst doch noch Dings töten, ne? Den Boss sagst du, ne? Mhm. Oh, oh, oh! Von hinten! Einer ist dead. Waren das Spieler? Nee. Nee. Okay, ich guck schon mal in den Keller. Du geschossen hast nicht? Ich hab nicht geschossen. Nee. Ich glaube, ich habe einen Boss erschossen. Seid ihr die Treppe runtergegangen, oder? Ja, ja. Wartet mal, bleibt mal oben, nicht, dass ich euch hier über den Haufen schieße. Wir sind im Treppenhaus, Matze. Okay. Könnt runterkommen. Habt ihr noch geschossen? Ja. Okay, wenn ihr runterkommt, bin ich rechts. Wartet, ich komme jetzt raus. Nicht erschrecken. Ja, ja. Seid ihr schon unten? Wir waren aus dem Skeff. Wir sind unten, ja. Matze, wir sind unten. Nicht okay. Erschießen. Cool, hier. Cool. Ich glaube, habe ich den Schlüssel für den wir brauchen, gefunden? Ich weiß es nicht. So, ich glaube, wenn wir hier durchgehen, hinten kommen wir zu deinem Zimmer. Ich hoffe, dass es der Schlüssel ist, den wir brauchen.
Hier ist noch trinken, wenn jemand trinken will, braucht. YBLOFC2. Mist. Scheiße. Wir müssen weiter suchen, wir brauchen den Schlüssel. Ach so. Das ist der Schlüssel für den. Okay, dann haben wir schon mal den Schlüssel für den Raum für eure Quests, wenn ihr die mal hier habt, hier unten. Ansonsten gibt es ja gar nichts, Alter. Hubschrauber? Gegner wahrscheinlich, ja. Ja. Keiner von uns. Wollen wir schnell hoch und die abfangen, wenn sie einen Bunker wollen? Können wir machen. Mhm. Nicht, dass die uns hier unten in den Rücken schießen. Wir haben eh jetzt ja alle unten gekillt, weißt du? Naja, gucken schnell vor, kommt mit. Dass die ja schnell zum Bunker stürmen. Einer platziert sich da in der Tür. Okay. Oder im Nachbarraum oder so. Kann man durch die Scheiben schießen? Weiß ich gar nicht. Ja genau, ich positioniere mich hier. Das testen wir mal. Sobald er um die Ecke kommt, habe ich ihn auch am Visier. Mhm. Ich sag also dann Bescheid. Ich bin in einem Raum mit der Scheibe. Okay. Ja, und ich bin halt, wo wir herkamen jetzt hier, diesen Gang. Mhm. Jetzt kommt was, oder? Oh, jetzt kommt was. Also ich kann sehen, wenn da was die Treppe runterkommt. Okay, aber ich habe irgendwas gehört. Dann sehe ich nur die Füße. Ich sehe da nur die Füße, aber das ist egal. Ha. Hier läuft doch einer rum. Irgendeiner hat eine Kiste durchsucht und getrampelt, habe ich gehört. Komm, bei mir läuft was. Nicht hektisch werden und nicht laut bewegen. Ja. Bei mir ist hinten was, Hilfe. Einen habe ich. Du bist in der Küche, ja? Ja. Bist du das gewesen? Bei der Küche vorne? Na, bist du jetzt in der Küche? Ja, ja, bin ich. Nee, ich bin noch hinten im Gang. Klaus? Ich deck die Treppe hier. Okay. Wer wurde erschossen? Keine Ahnung, ich nicht.
Ich hab den Typen erschossen. Aber jetzt gerade hat noch jemand erschossen. Ja, ja, ich weiß aber nicht wer. Da lief auch gerade noch einer. Ich glaube über uns vorne. Ne, hier lief einer hinten. Der kommt wahrscheinlich bei dir auf der anderen Seite zur Küche rein. Ich bin jetzt da draußen vor der Küche, wo du gerade rausgeguckt hast. Ja, bin tot. Ne, ich bin K.O. Der ist in der Küche. Der steht in der Küche. Also soll ich unterstützen oder soll ich in der Treppe bleiben? Komm mal mit rum, Klaus. Weiß zwar nicht, wo die Küche ist, aber... Da, die Tür, die offen ist. Bei mir die, oder was? Ja, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn hab. Nee, hab ihn nicht. Hat Hits gekriegt. Oh, ich bin auch respawn in Camp, ja, okay. Happen. Perfekt. Matze, ich bin in der Küche K.O., ne? Warte, ich muss mich kurz flicken. Mach das. Klaus, du bist tot? Scheiße. Ich hab's gewusst, die kamen von der Seite, wo ich gesagt hab. Aber das waren auch nur zwei, hab ich gehört. Und gesehen. Ich muss mich auch... Halt durch, wenn nicht... Wartest du oder kommst mit Klaus geflogen? Na, ich warte noch, ich weiß nicht. Ich bin halt noch im Koma, ich weiß aber nicht, ob das jetzt hier runtergeht. Warte, ich komme schnell hin. Du stirbst irgendwann. Und kannst vielleicht deine Quest abgeben, Klaus? Aber wenn Klaus jetzt dann nicht geschossen hat, dann hat der Mate seinen eigenen Mate erschossen. Was? Ja. Ne, den habe ich doch erschossen. Ja, den einen, aber was mit dem anderen? Ich habe beide erschossen. Ach, das waren zwei? Ja. Also, ne, du hast gesagt, es waren zwei. Und einen habe ich vor der Küche erschossen und einen jetzt unten im Keller. Aber einer wurde vor mir erschossen. Na, den habe ich doch erschossen. Ach so. Was ist denn jetzt noch hier? Aber die Quest kann er nicht abgeben. Nicht? Weil das Ding nee, war nicht mehr in meinem Container. Du hast es nicht im Container gesteckt? Doch. Aber? Ist nicht mehr drin. Ach so. Das ist ein Questgegenstand. Sobald du stirbst, musst du das nochmal machen. Ah, okay. Ist mir ja noch nie passiert. Ich hab das immer im Container. Naja, ich geh mal eine rauchen. Okay. Wo bist du? Wo bist du? Bist du ich das bin hier? In der Küche. Ja, ich bin am Boden. In der Küche. Ja, du bist bei mir, ich höre den Stuff. Ja, schnell die Tür zu machen. Mann, nicht. Was? Ich will. Was? Bist du gestorben? Nee, ich bin immer noch im Koma. Ich kann dich nur durchsuchen. Hä? Du hast doch keine Waffe mehr. Wieso kann ich dich... Ich kann dich nicht wiederbeleben. Ja, mach ich Skip Koma, oder? Use? Was ist denn Use, Alter? Kann dich nicht wiederbeleben. Bist du vielleicht an einer anderen Leiche? Wenn die Cox One Unterstrich heißt, dann möglicherweise. Hast du denn die Medizin dafür? Ja, ja. Aber ich kann ihn ja noch nicht mal... Ich kann ihn ja noch nicht mal... inspizieren. Ach so. Ja, ist nicht schlimm, dann mach ich Koma. Es ist gleich Loot. Geht gleich das Lootfenster auf. Er hat's wieder gebackt. Ja, dann loote den doch erstmal fein. Ja, und ich gleich mit, Klaus. Zwei solche Waffen.
Ja, auch gute Munition, der Schweinehund. Zwei Minuten fliegen noch. Okay. Das ist ein bisschen gruselig hier alleine. Alter, hab ich mich erschrocken. Kommt ihr mit dem Hubschrauber? Ja, ist meiner. Okay. Ich komme rein. Okay. Raven here, ready to head out. Oh, was ruckelt die Scheiße, ey. Irgendwo wieder draußen geschossen. Ja, ich muss reconnecten. Bei mir hat das Spiel aufgegangen. Hier, Klaus, lootet den hier. Den? Ja, nimm dem alles ab. Nee, mach ich nicht. Nimm den alles ab, das ist ein Gegner. Ach so. Naja. Bingo Fuel, RTB. Der Rucksack ist Gold wert. Das ist ein großer. Oh, niedlich. Jetzt können wir mal gucken, ob Dings noch da liegt. Ja, deine Leiche liegt noch hier. Jetzt hab ich mich ausgerüstet. Okay, naja, ich komme. Aber ihr müsst mich noch mal einladen, ne? Ach so, ja, oder? Deine Waffe ist aber weg. Ja, die wird er genommen haben, glaube ich. Mensch, jetzt hab ich mich extra ausgerüstet, wisst ihr? Da sitzt schon im Flugzeug? Nee. Nee. Na, was ist denn jetzt gerade? Dann das Problem, dann schmeißen wir es mal raus. Raven reporting. I'm on my way. ETA, 30 seconds. Hier, Klaus. Nee, da liegt nichts mehr. Was? Aber du hast es noch in der Tasche, oder? Hast du es noch in der Tasche? Nee. Auch nicht? Nee. Oh, du bist doch frisch hergeflogen. Ich warte ja eigentlich, schmeiß mal hier sein Zeug daneben. Deine Body Armor ist im Arsch. Ach so, da habe ich deine AK hier auseinandergebaut. Na, da habe ich doch deine AK. Deine Body Armor schmeiß ich runter. Meine AK? Deine CQ. Aber ich muss wirklich mal eine andere Waffe spielen, weil Nahkampf ist echt mies gewesen. Da machst du nichts. Also ich spiele fast eigentlich nur AKs. Achso. Ich bin seit gestern spiele ich nur noch M4. Ey, ist ja was aufgegangen? Es kann aber auch sein, dass du auch eine Kugel von mir am Leib stecken hast. Du kam auf einmal einer aus der Küche. Ich dachte, da ist einer, Bub. Und dann hast du auch rumgequiekt und dann habe ich aufgehört. Und dann habe ich den anderen gesehen, wie er drüben am Treppenhaus zur Tür rauskam. Ach, das ist doch nichts Neues. Bist du das jetzt? Kommst du jetzt zur Queen rein? Ja, ich komm rein, mach die Tür zu. Warum hast du dich denn equipped? Hä, warum hast du nicht equipped? Ja, ne, ich dachte das Zeug, weil du gesagt hast, dass es vielleicht weg ist. Nein, ich habe es doch rausgeschmissen. Ich habe gesagt, du sollst dein Zeug zurückpacken, du hast den Heli noch nicht gerufen. Naja, deine Waffe habe ich. Naja, ist ja nicht schlimm. Ich habe mir ein Billig-Equip geholt. Dann schmeiß die weg und bau das Scope ab. Mach die Munition raus. Warte, ich baue hier deine Waffe wieder zusammen. So, das ist die Waffe. Hier ist der Schalli. So, deine Waffe ist auch wieder drin mit dem Spectre und dem Schalldämpfer. In deiner Leiche. Drinnen, ne? In deiner Leiche. Ich sehe meine Leiche nicht. Hä, die liegt hier? Na warte, dann nehme ich sie raus und schmeiße sie hin. Das ist echt nicht. Ja, warte, ich kann ja nicht. Drop. Siehst du die Waffe? Ja. Gut. Irgendwie ein Bug. Ich kann meine Waffe nicht nehmen. Was? Du hast in die Hand kann ich meine Waffe nicht nehmen. Ach so.
Ja, du hast ja auch noch was in der Hand. Ja, ich habe ein Messer, ja. Hast du einen Rucksack? Ja, bei mir hast du eine Waffe in der Hand. Ach so, ne, bei mir ein Messer. Pack mal die Waffe in den Rucksack, vielleicht kannst du dann wechseln. Das kann ich nicht mal aufnehmen. Weg mal. Das Spiel, ey. Oh, ich kann sie auch nicht, weil ich voll bin. Ich hatte sie auseinandergebaut. Mal weg. Ja. Ich hab sie jetzt in der Hand. Dann schmeiße mal vor ihm hin. Leute, erzähltest du... Was? Nee, das ist doch nicht die... Das ist die Naked, das ist nicht die. Ach, da vorne die, warte. Die hier. Eingeklappt. Ja, genau. Ich kann sie mal nicht aufheben. Oh, weg. Warte mal, wie mache ich das jetzt? Ja, ansonsten lassen wir die liegen. Ich kann auch keine Waffe in die Hand nehmen. Nee, warte mal, ich will mal was. Kannst probieren. Du den nicht aus dem Wing auseinanderbauen? Ich kann die weder ins Inventar noch irgendwie. Nee, ich kann gar nichts. Bin voll so, verpackt. Warte mal, lass mich mal. So. Hau mal jetzt den Schalli ab. Ich darf mal gar nichts bei mir raus. Das andere war doch eine M4, oder? Ja. Kann ich die Tasche nicht reinmachen? Nee, mit Krieger. Warte mal, komm mal mit hier hin. Das schmeiß ich dir ja mal hier hin. Kannst du aufheben? Nee, ich kann gar nichts mehr aufheben. Ich bin völlig verbuggt. Naja, egal. Dann nehme ich sie mit in die Basis. Dann machen wir uns jetzt erstmal aus dem Staub, oder? Ja, würde ich auch sagen. Wir brauchen noch. Naja, gut, da läuft ja da unten nicht weg. Wir brauchen aber den Schlüssel. Dann können wir gleich hinten zu dem Gang. Die haben ja aufgeschlossen. Geil, ich kann auch keine Waffe mehr auswählen. Irgendwas ist doch, stimmt doch hier nicht. Was? Ich habe jetzt nur noch Messer in der Hand. Ach, die, ja. sind von unten gekommen. Okay, okay. Oh, es kommt ein Heli. Kommt schnell, wir müssen los. Wenn ihr keine Waffen nehmen könnt, kommt schnell raus. Jetzt habe ich die auch noch weggeschmissen, Heli, und warte. Ach, es ist ein Heli von uns, okay, kein Stress. Ich kann die nicht aufheben. Also, noch eine Waffe kann ich von euch nicht nehmen. Ich bin voll. Klaus, werf jetzt am besten gar nichts mehr raus. Bringt nichts. Ach, die schöne Knarre. Krabbel. Naja. Liegt doch an den Server, oder nicht? Suchen dir eine neue. Ja. Scheiße. So, wir machen uns raus. Oh, Matze, du bist jetzt nur der, du hast der einzige eine Waffe, ne? Oh. Wir können jetzt nicht schießen oder so. Dann müsst ihr die Beine in der Hand nehmen. Ist es zu schwer? Nee. Hey, guys. Don't shoot, please. Friends hier. Hi, hi, come in. Hello, bro. Bunker is free. No enemy players here. Okay, thank you. Open the door. Listen. What for tour? Did you open the door that for the mission? You mean the door prison? Yeah, well, no. We didn't find the key. Okay, because we have to find the key. We see you, guys. Okay, see you. Okay, see you. Bye, my friend. Der letzte war ja lustig. Ich dachte schon, Klaus, bist du schon am Heli? Ich hab schon einen Heli gerufen. Sehr gut. Ja, ich muss wirklich sagen, Community gefällt mir irgendwie. Ja, das mit den Fraktionen macht schon Sinn hier bei dem. Und bei Tarkov geht's ja nicht, weil du siehst ja deine Mates nicht. Du kannst ja nicht jeden hier anfunken.
Den du dann in Tarkov siehst, weißer Gegner. Das wird auch nie funktionieren mit Tarkov, was die davor haben. Solange du nicht deine Player auf der Map siehst, wird das auch nicht funktionieren, weil du kannst doch nicht hier schon jeden Hallo zurufen, wenn es ein Gegner ist oder so. Hallo, bist du einer von uns? Okay. Aber auch nicht. Frage beantwortet. Ja. Ich kann meine Waffe wieder in der Hand nehmen. Was geil. Ich gehe jetzt nicht nochmal zurück. Scheiß auf die Waffe. Ne, ich habe doch deine Waffe. Ach so. Ja. Klaus, welche Quests musst du noch machen? Guck ich gleich mal. Ja. Vor allem, ich kann nicht richtig drin. Schnell! Nein! Schnell! Ich kann nicht. Makle ein bisschen rum. Geh nochmal zurück an zur Seite. Nee, geht nicht. Guck bei Klaus auf der Seite. Nee. Nein! Da unten ist er! Tschüss! Wie er immer kleiner wird. Oh Mann, oh nee. Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn bei. Was stimmt mit dir nicht? Wie viel Gewicht hast du da drauf? Nein, das hat wirklich nichts mit dem Gewicht zu tun. Ich hab nur 27 von 54. Mann, Koks, was ist da los? Ja, das reicht mich auch.